Herren, ich darf Sie heute sehr herzlich hier begrüßen zu einer Vernissage, die wir eigentlich schon vor anderthalb Jahren machen wollten. Und zwar, verehrter Herr Gramanitsch, lieber Nachbar, darf ich auch sagen. Er ist ein fleißiger Besucher auch unseres Leopoldimarkts gewesen, immer vor allem das Gulasch hat ihm gut geschmeckt, muss ich auch dazu sagen. Das sind so die persönlichen. Der Herr Gramanitsch hat wirklich über die Jahrzehnte hinaus und weit über die Landesgrenzen hinaus, international, wie wir heute mehr wissen als wie damals vielleicht, etwas betrieben, was wahrscheinlich heute in diesem Umfang nicht mehr möglich wäre. Dafür herzlichen Dank schon jetzt im Voraus. Ich möchte mich kurz halten, weil noch ein paar Redner nach mir sind. Aber ich möchte Sie wirklich, alle Ehrengäste, herzlich begrüßen. Und wir freuen uns, dass so viele gekommen sind natürlich. Auch darf ich kurz erwähnen, dass Dr. Erwin Pöppel, dass ich das richtig aussage, in seinem Buch natürlich auch Herrn Gramanitsch als Weidhofener Institution geschrieben hat über ihn. Auch darüber möchte ich mich herzlich bedanken. Und ich gebe schon das Mikrofon wieder weiter. Gute Unterhaltung. Ich glaube, das wissen wir alle schon, was da kommt. Und ich darf wirklich das Wort weitergeben. Herzlichen Dank. Herr Gramanitsch, geschätzte Damen und Herren, mein Nachfolger als Vorsitzender der Waldviertelakademie hat mir ersucht, nachdem er heute leider nicht Zeit hat, als ehemaliger Vorsitzender der Waldviertelakademie euch ein paar Grußworte zu sprechen. Das Jahresthema der Waldviertelakademie ist heuer, falscher Folder, der geforderte Mensch Zeit, neue Wege zu gehen. Und wenn wir heute im Jahr des Jubiläums der Stadtgemeinde Waidhofen und Ateier mit dieser Veranstaltung, mit dieser Ausstellung, mit dieser Informationsveranstaltung einen Zeitzeugen begrüßen dürfen, der hat die neuen Wege schon vor vielen, vielen Jahren erkannt. Er hat zwar gerade gesagt, er ist schon ein bisschen alt, aber mir kommt das ein bisschen in die Jahre. Solange die Beine und der Kopf mittun, macht es Sinn. Und es freut uns ganz besonders, dass wir Sie im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe, wo wir mehrere Persönlichkeiten aus Waidhofener Ateier zu Veranstaltungen einladen werden, Sie gewinnen konnten, dass Sie keine Kosten und Mühen gescheut haben, das zu tun. Und wie wir im Einladungsfolder schon geschrieben haben, ich glaube, das kann man nicht treffender formulieren, deswegen zitiere ich es auch. Johann Gramanitsch lockte es von Waidhofen in die weite Welt. Ich glaube, kann man sagen, das war die weite Welt. Und er brachte die weite Welt nicht nach Waidhofen. Ich bin aus dem Bezirk Münd ursprünglich stammend, ich kann mich erinnern, bin auch nicht mehr ganz der Jüngste. Wir sind damals auch mit dem Käfer vom Vater, mit dem VW-Käfer, nach Waidhofen in die Krokopark gefahren, um diese Disco, um dieses Erlebnis zu erleben. Und wenn man dann damals die Zeitung und die Nöhn oder andere Zeitung aufgeschlagen hat, dann ist er halt mit seinem Wagen zum Badeteich gefahren, mit dem Krokodil am Rücken oder am Anhänger. Und das sind nur so einprägende Erlebnisse. Leider können wir heute nicht alle Gäste, die sich angemeldet haben, da präsent begrüßen. Wir haben aber keine Kosten und Mühen gescheut, die Veranstaltung online zu übertragen. Das heißt, es freut mich auch, dass sehr viele heute via online dabei sind. Und die, die es heute verpasst haben, weil sie nicht keinen Platz gekriegt haben, die heute nicht Zeit haben, können das dann auf der Homepage der Waldviertelakademie nachhören und nachsehen. In diesem Sinne wünsche ich uns einen spannenden Abend. Und ich bin überzeugt, wie der Kollege Godener schon gesagt hat, es wird ein spannender Abend. Und darf das Wort weitergeben an unseren Kulturstadtrat. Es geht ja wie am Fließband weiter, diese kurzen Reden. Möchte ich auch recht herzlich begrüßen. Super, dass so viele da sind. Was ich sagen wollte, wir haben ja heuer die 850-Jahr-Feier und wir sind für circa vor einem Jahr zusammengesetzt, also ein Proponenten-Brainstorming-Team. Und wir haben geschaut, was wir für Veranstaltungen machen können in Waidhofen zur 850-Jahr-Feier. Und unter anderem war auch von der Waldviertler Akademie auch der Input in Herrn Gramanitsch einzuladen, wo das eh schon lang am Kalender gestanden ist. Und der Sache sind wir natürlich gefolgt. Wir haben das auch unterstützt von der Gemeinde. Ist eine super Sache. Ich freue mich, ich bin ja selbst noch ein in meinen Teenagerjahren, kann mich erinnern, 1978, da war John Travolta
war gerade da aktuell beim 5-Uhr-T oder sonstiges, war, ja, da war ich glaube 15, 16 Jahre, und da haben wir es halt immer gegeben, beim, wie wir so schön gesagt haben, da sind wir dann zum Hans runtergegangen. Und das war einfach eine schöne Zeit für uns. Und ich muss ja nur eins sagen, von damals, das Wort Tourismus hat es ja damals in dem Sinn Marketing und so ja gar nicht gegeben, aber wir waren uns ja damals in den 70er Jahren, 80er Jahren gar nicht bewusst, wie viele Leute das in ganz Österreich diesen Mann oder diese Disco gekannt haben, wenn man nach Vorarlberg gefahren ist und man hat gesagt, Weidhofmann hat er, und hat er gesagt, ist das nicht da gibt es ja irgendwo ein Krokodil, ist das eh bei euch? Und also Weidhofen war wirklich in ganz Österreich bekannt und ist heute noch bei allen, würde ich sagen, 60 plus oder 55 plus bekannt. Von den zehren wir heute noch. Und allein für das möchte ich ein Dankeschön aussprechen und super, dass du heute da bist und dass du gekommen bist und die Mühen nicht gescheut hast. Und ich wünsche euch alle einen schönen Abend mit Herrn Kramanic. Danke. Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kramanic, ich darf Sie als Bürgermeister der Stadt ganz, ganz herzlich begrüßen. Es freut mich, dass es so ein großes Interesse für diese Veranstaltung gibt, und das zeigt auch, dass das Leben des Herrn Kramanic, sein Sinn für Abenteuer, sein Sinn, das war doch damals doch etwas sehr, sehr Außergewöhnliches, dieser Pioniergeist und dieser Geist, Neues zu erforschen und fremde Kulturen kennenzulernen. Ich glaube, der Herbert muss noch mal kurz in sich gehen, weil uns trennen doch ein, zwei Jahre. Und ich glaube nicht, dass er 15, 16 war, weil ich war auch bei Ihnen zu Gast und in meiner Jugend. Ja, es drückt, also der Herbert wird es noch einmal kurz durchgehen in sich. Ich möchte aber die Gelegenheit benutzen, mich vor allem beim Stadtmuseum ganz, ganz herzlich zu bedanken, Herr Godenus. Vielen, vielen Dank, Frau Monaco. Das eine Ausstellung bedeutet sehr, sehr viel Arbeit. Ich möchte mich aber auch bei allen den vielen Helferinnen und Helfern, die da jetzt nicht vor dem Vorhang stehen, bedanken. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine gelungene Ausstellung und viele, viele Besucherinnen und Besucher. Vielen Dank und ein schönes Wochenende Ihnen allen. Meine Damen und Herren, ich möchte euch gerne ein bisschen was von meinem Leben erzählen. Aber vor allem möchte ich euch aber herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr den Weg zu her gefunden habt, nämlich so viele. Also herzlichen Dank. Und ich möchte euch ein bisschen was erzählen von meinen Krokodilen, von meinem Leben mit meinen Tieren. Ich möchte auch einen kleinen Spalt des Fensters aufstoßen in den Regenwald, dass man von da auch ein bisschen was hört, und möchte beginnen mit einem Film, damit man weiß, um was es überhaupt geht. Dankeschön. Den Fremden, den Gast, hier spielt der Gerhard Rehbichler. Der Rehbichler ist leider blind geworden, er kann den Film, hat ihn niemals gesehen.
Die Dame, die man im Bild sieht, das war einer meiner Frauen, die Umpi. Ich habe es nur bis zu 5 geschafft. Interessant war, ich durfte das Krokodil nicht anhängen am Auto, sondern ich musste es ganz frei liegen lassen, dann ist sie geblieben. Der Rebkrieg hat sich gedacht, jetzt geht er auf ein Bad, auf ein kühles Bad im Waldviertel. Er hat manchmal beim Fahren das Maul aufgemacht. Habe ich gesagt, magst du, sonst darfst du nicht mehr mitfahren. Hat dann zugemacht und war wieder in Ordnung. Marik Toni, vorher hat man die Rehbicher Gretel gesehen, die ist leider auch nicht mehr unter uns. Das war der asiatische Clubraum. Bei uns hat dieser Raum den Stempel eines gewissen Kulturkreises gehabt. Das war im asiatischen Stil eingerichtet, dann hat es den afrikanischen gegeben. Ich möchte euch nur kurz schildern, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin. Angefangen hat es eigentlich schon vor 80 Jahren. Vor 80 Jahren war vis-à-vis im Nordpromenade unten hat es ein kleines Zinkgeist-Teichtel gegeben. Heute ist ein Spielplatz dort. Und da bin ich runtergegangen als 4-5-jähriger Bub und habe gesagt, mit lustig gemacht, weil ich gesehen habe, wie die Fröscheln ins Wasser gesprungen sind. Und da haben wir wie Schlangen gesehen. Ich habe mir gedacht, die möchte ich fangen. Das ist mir das erste Mal nicht gelungen, bin am nächsten Tag wieder runtergegangen und am dritten und vierten und fünften und irgendwann war ich gescheit genug, dass ich gewusst habe, auf was ich achten muss, damit ich die Schlangen fangen kann. Und dann ist es mir gelungen, habe es mit nach Hause gebracht zu meiner Mutter. Ui, die war böse. Ich musste,
die Schlange wieder zurückbringen, habe sie entlassen. Dann sind viele Jahre vergangen und dann habe ich am Elternheimplatz in Wien bei der Firma Litschauer ein Krokodil gesehen, ein kleines. Also so ein wunziges Ding, und habe ich gesagt, das möchte ich haben. Und das habe ich damals mit nach Hause gebracht und habe den Leuten gesagt, ich habe ein Krokodil. Dann haben sie gesagt, wo? Und so habe ich es gesagt, in die Wohnung, da habe ich mein Becken gehabt. Und dann haben sie gesagt, das ist ein Wort, Axel, das wird jetzt wieder kein Krokodil. Es ist aber wirklich geworden. Es hat dann ein zweites gegeben und ein drittes. Und auf einmal habe ich Kopulationsakte gesehen. Mit 6, 7 Jahren ist ein Krokodil geschlechtsreif, dann kann schon was passieren. Da bin ich dann zu Fachleuten nach Wien gefahren und habe mir gesagt, wie geht denn das mit der Zucht, wie muss ich denn das machen? Es hatte keine Erfahrung, weder in Schönbrunn noch sonst irgendwo. Ich war in Wilhelminenberg oben. Da hat mich auch interessiert, wie man das macht, dass Tiere zahm werden. Und da wurde mir gesagt, ein Krokodil kann man nicht zähmen. Ein Krokodil ist ein Viech, das gibt es schon seit 200 Millionen Jahren oder 400. Und das großes Krokodil mit 4-5 Meter hat nur ein nussgroßes Stück Hirn und das ist eigentlich nur der Naturinstinkt. Und da habe ich gedacht, irgendwie muss gehen, habe mich sehr viel damit beschäftigt. Jeden Tag mit Füttern und Streicheln und Bürsten und Reinigen. Und es ist wirklich brav geworden. Also das Krokodil wird meine Freundschaft zusammengebracht, das ist unwahrscheinlich, das glaubt man nicht. Ich habe mir ja gesagt, wenn ich Boden gehe mit dir, habe ich gesagt, jetzt müssen wir mal wettschwimmen miteinander. Und er hat Anstoß gemacht mit seinem braten Ruderschwanz und das Krokodil war weg. Ich habe gesagt, dann müssen wir sich was anderes vorlesen, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Habe ich zum Krokodil gesagt, geistig natürlich. Dann mal rangeln. Rangeln ist, wer zuerst am Bugel liegt, hat verloren. Und ich muss sagen, das Krokodil hat mich immer gewinnen lassen, immer. Da habe ich es am Rücken gelegt und wenn es am Rücken gelegt ist, habe ich ein Puzzle geben können, dann war wieder alles okay. Also es war wirklich brav und zahm. Ja, was gibt es dann über das Krokodil zum Sagen? Ja, irgendwann haben meine Krokodile Eier gelegt und sind tatsächlich geworden. Also ich habe so kleine Krokodile gehabt. Dann habe ich Anacondas gezüchtet. Die Anacondas sind lebend gebärende Schlangen, die bringen die Jungen lebendig zur Welt. Dann habe ich Python gezüchtet, auch die sind lebend gebärende. Und die Boas und so weiter, das war sehr interessant. Eins muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe bei etlichen Filmen mitgewirkt. Unter anderem auch mit Günter Toller, dann mit Fendrich. Mit Fendrich, das war ganz lustig, da hat der Fendrich den Film Kokonat gedreht. Und das ist eine Szene, wo ich machen musste, der Kokonat, der Fendrich ist über den Dschungel in Brasilien abgesprungen mit seinem Fallschirm und ist mit dem Fallschirm hängen geblieben im Blätterdach. Das wurde gedreht bei uns in der Au, in Wien. In der Prater, ist richtig, ja, danke. Und meine Aufgabe war, wenn der Fendrich runterkommt mit dem Luft, also mit dem Schirm und bleibt da hängen und stürzt dann in seine Gurten rein. Da ist unten ein Baum, ein großer morscher Baum. Daneben neben dem Baum ist Wasser gleich. Und da muss das Krokodil auflegen. Und wenn er runterkommt, muss er über dem Krokodil auspendeln mit den Füßen. Na, der Regisseur hat gesagt, Action, der ist gesprungen. Und man dachte, meine Aufgabe war, dass das Krokodil nicht rein tut ins Wasser und auch dem nicht reinbeißt. Um Gottes Willen, ich war ja verantwortlich dafür. Und wie das im Kosten drin war, hat der Regisseur gesagt, nein, das gefällt ihm nicht. Das Krokodil, das liegt ja da, als wenn es aus Plastik wäre oder aus Luft aufgepumpt. Da denke ich mir, was stört er sich vor? Jetzt habe ich überlegt, was ich machen tue. Jetzt habe ich mir einen Haxel, habe ich mir alleine angehängt. Und wie er gesagt hat, beim zweiten Mal Kramaric, die zweite Action, und wie der gesprungen ist, habe ich auch Zeit am Haxel. Dann hat er oben zweimal zusammengeklopft fest und hat gesagt, okay, das passt jetzt. Ja, das war oft schon sehr komisch bei diesen Filmen. Bei Kottern ermittelt habe ich eine Szene gehabt. Bei Räuber und Schabdarm hat der Film geheißen. Da ist der Räuber in die Donau geflüchtet. Und was kommt auf ihm zu, ein Krokodil?
Und auch da war es so, dass der Regisseur gesagt hat, das Krokodil, das sagt mir, das sieht mir nicht viel, das sieht mir nur die Nosen und die Augen, sonst sieht man nichts. Ja, es ist so bei einem Krokodil mit 200 Kilo, nicht, das ist ja schwer, das sinkt unter, man sieht nicht mehr. Jetzt bin ich unter das Krokodil gerührt und bin mit dem Krokodil geschwommen. Und dann hat es auch wieder gepasst. Ja, das war mit meinen Krokodilen. Aber sonst war das sehr brav, da war in Graz eine Ausstellung, das war, glaube ich, die Messe, die Herbstmesse. Und da hat man mich gerufen, ob ich nicht was machen kann mit dem Krokodil und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, ich komme. Der Zlawinger Franz, der leider heute auch nicht mehr unter uns ist, der hat ein Becken gebaut, ein Wasserbecken. Und da habe ich 7, 8 Krokodil mitgenommen und bin reingekommen. Und da habe ich herausgefunden, einen Morgschreier gehabt. Der hat gesagt, hier sehen Sie den Mann, den mutigsten Mann aus Österreich, der einen Kampf macht mit Krokodilen auf Leben und Tod. Na, da sind natürlich die Leute alle reingeströmt um 20 Schilling oder was das gekostet hat und wollten das unbedingt sehen. Und da habe ich mir gedacht, das Krokodil, da habe ich immer wieder das Gleiche gemacht, nämlich ein Krokodil nach dem anderen gefangen, zum Schluss das Größte, den Alligator, und habe mit ihm die Ranglerei gemacht und habe mich gewinnen lassen. Natürlich habe ich mir gedacht, irgendwann wird das Krokodil nicht mehr mitspielen. Aber es war nicht so, es hat immer mitgespielt, hat mich immer gewinnen lassen. Also das war sowas von toll, was wir da für ein Verhältnis gehabt haben, das war wirklich toll. Jetzt kannst du was sagen. Ja, guten Abend, vielleicht kennen wir ein paar, vielleicht denken Sie ein paar, was macht der Postler mit der kurzen Hosen auf der Bühne. Also, der Herr Kramanitsch ist mein allergrößtes Vorbild und seit Dienstag habe ich das alles schon hergerichtet und ich habe ihm da alles angekauft, das sind alles meine Sachen. Und ich habe ihm vor, dass ich einmal in naher Zukunft eigene Vorträge halte über den Herrn Kramanitsch und über Reptilien. Wahrscheinlich kommen dann deutlich weniger Leute, aber ich darf mich auch über 10 freuen. Also. Ja, weil ich wirklich mit Leidenschaft dabei bin und ein bisschen nervös bin ich, aber ja, soll nichts ärger sein. Ja, und wie gesagt, also ich freue mich wirklich, dass so viele Leute da sind. Und falls wer das obere Krokodil, weil der Herr Kramanitsch nämlich schon sehr viel über Krokodile erwähnt hat, also es gibt nämlich 3 Krokodilarten, die echten Krokodile, die Alligatoren und die Gaviale. Die Gaviale, das sind die mit den ganz langen Schnauzen. Und das obere da ist ein Siam-Krokodil, das zählt zu den echten Krokodile. Die kommen in Südostasien vor, sind vom Aussterben bedroht. Gut, wenn so verrückte wie solche kaufen, ist ja klar. Aber, und genau, die werden circa also 4 Meter lang, wenn sie ausgewachsen sind. Die Männchen natürlich ein bisschen größer als die Weibchen. Und genau, das untere ist ein Krokodilkaiman und der zählt zu den Alligatoren. Genau, und ich weiß nicht genau, also wir schätzen, dass ein nördlicher Krokodilkaiman ist, da gibt es nämlich 4 Arten, aber wenn sie präpariert sind, da kann man es also nicht ganz genau sagen, weil ein nördlicher Krokodilkaiman hat nämlich unten so an der Schnauze da so, also im schwarzen Fleck dann noch und das kann bei der Gerbung beim Präparieren ein bisschen verloren gehen, also, aber das wird schon einer sein, genau. Und die werden um die 3 Meter lang, genau. Sind in Südamerika daheim, bis Mittelamerika. Ja, das war es mal von meiner Seite aus. Ja, der Robin ist ein guter Freund von mir, ist eigentlich meine rechte Hand und ich freue mich, dass man mit ihm meine Geschichte weitergetragen wird einmal. Also ich werde versuchen, mit Ausstellungen, mit Filmen, vielleicht mit Schulen etc., sich über Wasser zu halten. Der Robin wird es probieren. Möchte ich zu meinen Schlangen noch einmal sprechen. Da habe ich eine Schlange gehabt, da habe ich einmal aus Ceylon mitgebracht, aus Sri Lanka, Pythons molurus, eine Tigerschlange. Die war sehr lieb und sehr brav. Und die hat einmal irgendwann Eier gelegt und die hat mich unter die Eier eingreifen lassen und hat nie Probleme gegeben. Dann bin ich mal zum Boden gefahren, dort wo der Kameramann steht, zeigst du mal dorthin. Aufpassen auf die Augen. Da sieht man hinten ein Bild, da ist die Schlange um meinen Hals gewickelt. Aber es waren Gott sei Dank 3 Männer mit dabei. Der jüngste war der Thomas, der sitzt heute da mit dem blauen Hemd. Und die haben mich aufgewickelt. In so einer Schlange steckt so viel Kraft drin, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber damals war das zahm, ich habe es genau gewusst, das ist kein echter Angriff. Wenn so Schlangen ernst angreifen, beißt sie zu und wickeln ein.
Und wenn es aber nur so eintritt, dann ist es eigentlich nur ein Spiel. Und die Susi wollte eigentlich nur spielen. War nicht ernst. Aber ein altes Sprichwort sagt, wenn man sich mit dem Feuer spielt, kann man sich mitunter dran verbrennen. Und das war bei mir das Fall. Da habe ich einmal einen gewaltigen Fehler gemacht. Das war in den frühen Morgenstunden. Da schaue ich rein im Käfig und da sehe ich, da sind allerhand Exkremente drin. Wenn eine Schlange ein Beutetier frisst. Übrigens das Größte, was bei mir ein paar Mal verschluckt hat, war eine Sau mit 50 Kilo. Also eine ganze. Das hat mir ein Bauer gebracht und das hat einen Rotlauf gehabt und gesagt, das kann man nicht verwenden. Probier es mit deinen Tieren. Und ich habe die Schlangen, den Schweindel hingehalten, die ist draufgefahren, die war anzart und hat geglaubt, sie bringt es um, weil das animiert es dann zum Fressen. Und hat sie drüber gestülpt und verspeist. Und eines Tages, wie gesagt, in den frühen Morgenstunden, wollte ich die Exkremente aus dem Käfig herausholen und habe aber vorher die Abfälle der Küche, was bei unserem Großbetrieb so überbleibt, die Salatblau und die Gurkenschalen und das Zeugs, den Hosen, den Verminchen verfüttert und habe die Kaninchen angegriffen. Und dann bin ich zu Schlangen reingegangen. Die Schlangen hat natürlich sofort gespürt, Schlangen sehen sehr schlecht, nur schemenhaft, hören überhaupt nichts, sind komplett taub. Aber was gut ausgeprägt ist, ist der Geruchssinn. Die Schlange hat geglaubt, ich bin für sie eine Beute, die ist so blutzigartig, ist der Angriff gekommen, die hat durchgebissen durch den Sack in meine Hand, hat mich durch die Luft geschleudert und eingedreht. Die Schlange war 5,5 Meter lang, 154 Kilo schwer, 70 Zentimeter Umfang. Also ich habe nirgendwo so eine große Schlange gesehen, heute noch nicht. Weder freier Wildbahn noch in irgendeinem Zoo. Ich habe gehört, wie die Rippen brechen, eine nach dem anderen. Ich wusste, da komme ich nicht mehr raus. Das ist eine tödliche Umarmung. Zum Glück hat das meine Frau gesehen, draußen, die hat blitzartig reagiert. Die hat dann gewusst, ich kann nur eins holen, den Revolver holen, den Kopf der Schlangen anhalten und abdrücken. Das hat sie gemacht. Sie hätte auf meinen Kopf auch halten können, das hat sie nicht gemacht. Und das, aber ich bin der Schlange und der Susi nicht böse, es war meine Schuld. Wenn man in den Straßengraben wo reinfährt und man wartet schnell dran, oder es ist gerade, setzt man sich auch wieder ins Auto rein und fährt. Also das ist. Magst du jetzt was machen? Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe heute die angenehme Aufgabe, Sie musikalisch etwas durch den heutigen Abend zu führen. Ich habe auch drei kleine Kurzgeschichten dabei, wo ich mit einer gleich anfangen möchte, die natürlich sehr, sehr passend ist. Ich werde das vorlesen, damit das etwas schneller geht. In den frühen 60er Jahren gab es im Hause Kramanitsch bereits einen Wurlitzer. Mein Bruder hatte sich damals in der Böhmgasse bei der Elektrofirma Minich Berger ein Stuzi-Tonbandgerät und ein Mikrofon gekauft, das es natürlich heute noch gibt. Gute Tanzmusik für junge Leute konnte man in den 60er Jahren auf Österreichs Radiosendern kaum hören. Ausnahme war Autofahrer unterwegs. Daher beschlossen wir an einem Sonntagvormittag, ich dürfte damals so um die 13 Jahre alt gewesen sein, mit meinem Bruder zum Kramanitsch zu gehen. Der Wurlitzer stand im ersten Raum, gleich nach dem Eingang. Tonbandgerät angeschlossen. Ich saß auf dem Boden und hielt krampfhaft das Mikrofon vor einem der vielen Lautsprecher der wunderschönen Musikbox. Einen Schilling nach dem anderen hat mein Bruder eingeworfen und wir haben die neuesten Songs aus England und Amerika aufgenommen. Die Aufnahmequalität war mehr als schlecht, aber das war uns zu diesem Zeitpunkt völlig egal. Wir mussten einige Lieder zweimal aufnehmen, da immer wieder junge Leute bei der Tür reinkamen und zu uns sagten, grüß euch, was macht's denn ihr da? Jedes Wort wurde natürlich auf das Mikrofon aufgenommen. Und so bin ich eigentlich zu meiner großen Leidenschaft, den Schallplatten, gekommen. Ich habe symbolisch einen kleinen Wurlitzer mitgebracht, ja, und ohne einen Schilling Einwurf möchte ich mit einer Platte von Elvis Presley beginnen. Yeah.
das Gerät ist auch sehr eigentlich, aber trotzdem. Schöne Fröste. Ja. Well, the best man has told me what's wrong with me. I meet you like a man on a buzzy tree. A prince and a man didn't want his bug, I'm in love. I'm all shook up. I'm all shook up. Ich glaube, das war noch, ein. So geht's, glaube ich. Ja, das war noch Musik aus diesen 60er Jahren. Wenn wir noch bei den Tieren sind, dann möchte ich noch was kurz erwähnen. Und zwar auf diesem Bild sieht man einen japanischen Drache. Das ist ein besonders rares Viech. Da sind damals drei Stück kleine nach Österreich gekommen, ins Haus des Meeres hat einen gekriegt, ich glaube, Schönbrunn und einen Bi gekriegt. Meiner hat überlebt. Die anderen nicht. Aber nur weil ich nachgetaucht habe drüber. Die haben nämlich eine Haut, das Tier hat häutet sich, eine schleimige Haut. Und ich habe gehört, die anderen Drachen, die haben einen Pilz gekriegt auf der Haut und sind daran verändert. Und ich habe meine gehabt, man durch die Hochgebirge, das ist ein Kieselsteiner, braucht der, und habe Kieselsteine reingekriegt. Und der hat sich auf diese Kieselsteine hat sich der angeschunden immer. Und ist wunderschön und groß geworden. Der Direktor damals vom Haus des Meeres, da hat der einer noch gelebt, haben gesagt, wir mal probieren, die zwei zu züchten. Vielleicht gelingt es. Und die leben nämlich in Japan in den Hochgebirgsflüssen, dort sind sie fast ausgestorben, weil die hat ein ganz delikates Fleisch und die Eingeborenen essen es dort gern. Und da haben wir gedacht, züchten wir es und vielleicht können wir es einmal wieder zurücksetzen. Ist aber leider niemals gelungen, er ist vorzeitig gestorben. Dann noch einmal ein ganz unspektakuläres Tier, und zwar habe ich mal die Sahara durchquert mit einem eigenen Auto. Das war eine ganz tolle Geschichte, man muss halt mit einem eigenen Auto die Stoßdämpfer verstärken, die Federn verstärken, der Dachträger muss man verstärken. Wir haben da über einen Monat haben wir in dem Auto gelebt und gehaust, Tag und Nacht. Und so sind wir durch die Sahara, durch ein Gebiet gefahren, was noch niemand gefahren ist. Das hat der Wintersteller damals gemanagt. Der Mann war aus Salzburg. Ein paar Jahre später hat man ihn gefangen und hat ihn mit viel Lösegeld dann irgendwann entlassen. Ich glaube, Sie wissen es vielleicht noch in Erinnerung haben. Liegt sicher 15, 20 Jahre zurück. Und da, wenn man in der Auto reingeschaut, in der Früh, haben wir sicher einen Skorpion drin. Einen schwarzen, so großen. Und man dachte, da schon her, da ist ein Skorpion, der ist mir irgendwann reingegangen. Und den habe ich gefangen. Und dann hat der Skorpion war trächtig und hat Junge gekriegt. Habe ich mir gedacht, was hat denn der am Bugel oben? Der hat lauter kleine Käfer, winzige, hat der am Bugel gehabt. Da waren die Skorpione.
Und ich habe es einmal angezählt, das waren 14. Und dann habe ich gezählt, dann habe ich wieder angezählt, waren es nur 12. Da habe ich mir, na, wo verschwinden die? Dann waren es nicht mehr 9 und dann 8 und nochmal weniger, nochmal weniger. Dann bin ich draufgekommen, der frisst es. Da habe ich gedacht, du Bursch, das magst du mir nicht mehr. Und habe einen nach dem anderen mit der Pinsetten angefangen, habe ein Biertatzel gefressen und gesetzt und dachte, jetzt muss ich ihn füttern. Und habe mir gedacht, was mache ich? Habe ich Fliegen gefangen, habe draufgespuckt, habe es ganz klar zerkleinert. Und habe das den Skorpion gegeben. Sie haben es gefressen und das hat funktioniert. Und da waren Fachleute bei mir und haben gesagt, siehst du, sowas kannst du in einem Fachbuch nicht lernen, das ist aus der Praxis. Ja, es war ganz ein gewaltiges Drum. So, da bin ich mit der Tierwelt dann fertig. Und jetzt möchte ich ein bisschen das Fenster aufmachen zum Regenwald. Sie wissen, ich habe sehr interessante Reisen gemacht. Der Hofrotlanger war mit dabei, da sind wir einen wüden Fluss runtergefahren in Alaska. Dann waren wir auf die Galapagos-Inseln, da sieht man dort Bilder davon. Also was mich da fasziniert hat auf die Galapagos-Inseln, die Tiere sind sowas von zahm. Da sind wir, die Graben, die überall geschreckt sind und überall flüchten. Dort sind sie gekommen auf dem Schuh rauf, also unglaublich. Und auch die anderen Tiere sehr, sehr brav und sehr zahm. Ja, dann war ich bei einem interessanten Stamm in Papua-Neuguinea. Und zwar habe ich, was mich da sehr frustriert hat und wo ich sehr, wie gesehen habe, da sind Frauen mit vielleicht 30, 40 Jahren, die haben nur mehr ein paar Fingerglieder. Denen haben überall ein, zwei, drei Glieder gefehlt. Und da habe ich mich erkundigt, von was das ist, haben sie gesagt, wenn bei einer Mutter ein Kind verliert, lässt er sich ein Fingerglied abschlagen, damit sie den Schmerz besser verwindet. Also so etwas Gewaltiges. Und da hat man gesagt, es tut nicht weh, tut nicht weh. Und zwar mit einer Steinaxt am Ellbogen geklopft. Das ist, wenn man das narische Bauer hat, jeder kennt das, weiß das. Und da ist man für diesen Moment schmerzfrei. Aha. Was ist denn da runtergefallen? Aha. Ja, das... Das tut nicht weh, aber hinterher hat es sicherlich weh getan. Dann einer der interessantesten Sachen von den Tropen ist, da war ich in Ecuador, in Quito, ich habe mir gedacht, ich suche mir einen Stamm aus und möchte einen Schrumpfkopf haben. Ich habe gedacht, der Schrumpfkopf ist ganz was Gewaltiges. Und da habe ich mich erkundigt und jeder hat gesagt, erstens bist du nicht in Stand, da kommst du nicht hin, die Leute sind so hagelig und so, das gibt's, das geht nicht. Und irgendwann ist mir gelungen, sind wir in Quito gelandet. Also, wie kommst du hin? Ich habe gewusst, im Amazonas-Tiefflut, da sind sie unten. Aber du findest das ja gar nicht, nicht. Und die einzige Chance, zu solchen Leuten zu kommen, geht über die Missionsstationen. Das ist die einzige Möglichkeit. In die Missionsstationen, der Padre, der hat meistens im Flugschein, der kann mit einer Piper fliegen und fliegt auf so Dschungelpisten und tut in der Nähe, wo diese Eingeborenen leben, nur die Eingeborenen, die weichen dann aus, die bleiben nicht dort, weil sie wollen den Einfluss nicht haben von dem Padre. Und da haben wir auch empfunden, und da, nur wie wir da in Quito waren und gesucht haben und gesucht haben und gesucht haben, war eine deutsche Reporterin dort. Und die ist zu mir gekommen und hat gesagt, sie hat gehört, dass ich dir die Kopfhörer geben will und sie möchte unbedingt mitgehen, weil das wäre eine tolle Story für ihre Zeitung. Und habe ich gesagt, nein, das geht nicht, wir nehmen es nicht mit, es ist viel zu heikel, es kann da allerhand passieren. Nein, sie möchte unbedingt dabei sein, es wird nichts passieren und so weiter. Mein Kollege, das war der Tauntoni Thomas aus Schrems, der hat gesagt, nimm es mit, nimm es mit, nimm es mit. Jedenfalls war es mit dabei. Und am nächsten Tag, wie wir unser Frühstück parat gemacht haben, da haben wir so ein Trockenmilch mit, das was wir angerührt haben, und ein Nescafé. Und muss einer von den Eingeborenen das gesehen haben, wo mit das Frühstück mit der zum Schreien angefangen. Da waren es zwei, drei, vier, fünf, sechs Krieger, waren, die sind rund um uns gestanden. Und immer wieder haben sie auf die Frau hingedeutet. Das war so eine großgewachsene Frau, sehr, sehr weiblich gebaut. Und haben gesagt, die haben was vor. Und immer lauter war und immer lauter war. Und sage ich, du Toni, wir dürfen jetzt nichts machen, wir haben keine Chance. Das waren 10, 12 Krieger. Wirklich harte Krieger, da hast du ja keine Chance, was willst du machen, da sind wir alle drei tot. Ja, das ist dann so weit eskaliert, dass man der Frau den Busen halt runtergerissen hat, auf ihre Brust umeinander druckt, weil die haben geglaubt, wir haben die als Milchkur quasi mit.
wir haben hinterher ins Gelocht, aber vorher haben wir Toast geschissen. Das kann passieren. Aber man kommt in diese Länder hin, man sagt, du darfst nicht hingehen, die sind Kopfjäger, die sind Menschenfresser, die bringen euch um und das und das und das. Da ist man vollgestopft. Und eines Tages auf der Nacht steht einer vorne in den Schabono. Schabono, das ist ein ovaler Rundbau mit vielleicht 70, 80 Meter Länge. Da leben die Menschen drinnen, da sieht jeder jeden. Und die Menschen sind komplett nackt, die haben keinen Stoff, die kennen das alles nicht. Und wärmen sie in der Nacht, wo es dort kühl ist, nicht mit einem Feuerl und rucken halt in der Früh, wenn das Feuer, wenn es köder wird und das Feuer runterbrennt, halt immer näher. Und da geht draußen einer vorbei und der teilt mir, ein Schamane ist hier rausgekommen. So geht der Toni auch, der Zweite, nein, ich alleine. Dann bin ich rausgekommen und dann ist er mit mir immer weiter ins Dunkel gegangen und denke mir, der will mir jetzt irgendwie sagen, oder er will seiner Gruppe sagen, wie stark er nicht ist, was er nicht alles macht, der wird mich niederhauen wollen. Aber das ist eher so ein kleines Mandel. Also wo haben wir denn irgendein Bild? Haben wir nicht irgendwo drauf? Wo ist denn der Schamane, wo haben wir denn den? Ah, da hinter mir ist er. Das ist auch nicht. Ja, jetzt finde ich ihn nicht. Den haben sie mir gestohlen. Den haben sie mir gestohlen, den Schamanen. Da ist er, da ist er, da ist er, da genau so ist er. Aber doch, das sind so kleine Mandeln. An so einem Backe schon, wenn der keine Waffen nicht hat. Das wurde schon packen, das war der Häuptling war das. Und der teilt ihm ins Finster weiter. Ich denke mir, jetzt war ich schon gespannt. Ich dachte, naja. Und da haben wir beim Ausgang, die haben nur zwei Ausgänge, diese Schabonos, und die haben es mit einem Gitter oder beziehungsweise mit einem Dornengebüsch haben sie die verrammelt. Und greift er da hinter und zieht dann so einen Stecken raus. Da denke ich mir, jetzt geht's auch. Nicht? Und auf einmal geht er mitten auf den Platz und macht ihm den Stecken ein Loch. Da denke ich mir, na, das macht jetzt der Grab für mich. Nicht? Und dann setzt er sich drauf auf dieses Loch und drückt die Augen zusammen. Also er hat mir gezeigt, wo das Klosett ist in der Nacht. Und wo der Schlüssel hängt. Also wenn ihr mal Urlaub macht, ihr wisst jetzt schon, wo der Schlüssel hängt, rechts beim Dornenbusch. Ja, das war ganz interessant. Dann war ich einmal mit einer zur Jagd gehen. Ich bin Jager, ich weiß, um wo es ankommt. Und gesagt, ich möchte mit einer mitgehen. Du nicht. Und ja, dann haben sie mich mitgenommen. Und auf einmal bleiben sie stehen. Und dann hat er mir gesagt, obwohl man nicht reden kann, es geht alles nur mit der Zeichensprache, aber jeder versteht es. Hat er gesagt, ich bin ihm zu laut. Und ich gesagt, okay. Und dann hat er so gemacht, ich bin ihm zu langsam, das habe ich auch verstanden. Und dann hat er mir was gesagt, das wollte ich gar nicht. Ui, ui, ui. Das heißt, du stinkst wie eine Sau. Aber tatsächlich, ich bin dann zurückgeblieben und die haben braucht vielleicht, weiß ich nicht, eine halbe Stunde und sind mit zwei Vögeln dahergekommen, mit Truthahnvögeln, was es dort gibt, und haben es geschossen gehabt. Also man lernt von den Eingeborenen, kann man sehr viel lernen. Die jagen ganz anders wie mir, die haben nicht die Donnerbüchse, wo sie das Wild vergrämen, sondern sie haben ja eine Kurare, eine Pfeilgift. Wenn sie da ein Tier treffen, stirbt das Tier an Atmungstod, aber das Fleisch bleibt für den menschlichen Genuss voll erhalten. Ich habe es auch bloß mitgebracht und hast das Pfeilgift hast du nicht mitgebracht, das sieht man nicht. Und dieses Pfeilgift kriegt man ganz selten, oder schwer zu kriegen, habe ich damals gekriegt. Und dieser Schamane da, der kleine Mann, da ist es so, wenn bei den Kindern irgend einer verkrüppelt ist, wird er getötet. Und der Missionar hat einen kleinen Buben genommen von ihm, weil den hätte er getötet, hätte er umgebracht, nur weil er verkrüppelte Zehen hat. Also die haben ganz, ganz harte Gesetze auf dem Gebiet, also war sehr interessant. Und die Flecken, was wir die so haben im Gesicht, das bedeutet entweder Krieg oder es ist einer verstorben. Bei runden Flecken ist es einer verstorben. Wenn es ganze Flecken anmacht, dann sind sie in Kriegsstimmung.
Aber sonst habe ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht eigentlich mit den Leuten. Es hat immer gut gepasst. Was einmal haglich war in Papua-Neuguinea, da gibt es sehr viele Stämme. Und da haben wir die Schlammmenschen besucht, die sind auf diesen Bildern da drauf. Die Schlammmenschen, die glauben dort nur an Teufeln und Dämonen. Und da haben sie sie so hergekriegt, mit schieren Masken und Zähne, eine aus Knochen und so weiter und so weiter. Und der Nachbarstamm, was sie angreifen wollte, hat geglaubt, das ist was Schreckliches und sind geflüchtet. Und darum machen sie das immer wieder. Und das oberste Bild links, ganz links, hat mir einer gesagt, hat er gesagt, er kann Feuer machen in einer Minute. Das ist ein Spezialist. Und zwar hat er zwischen die Zehen ein Weichholz eingeklemmt, dann hat er vom Bambus hat er da so ein Riedel runtergeschnitten, also so ein Striemen kann man sagen, den hat er zwischen die Hände genommen und hat es blitzartig gekribbelt. Und der zweite hat es daneben und hat blasen und es hat schon brennt auch. Also unglaublich. Und da wird haben wir gesagt, zu einem Wort, ich zeig dir was. Habe ich da schon reingegriffen, weil ich wusste, wie wir Feuerzeug drinnen. Und ich habe da schau her, Klick, 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 brennt nicht. Der Feuerstab war los. Hat er gesagt, macht nichts und hat schon wieder angefangen, zack, 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 und blasen und hat schon wieder brennt. Also, das war wirklich toll. Dann war der Stamm, warum ich. Diese Perückenmänner waren auch interessant. Das sind Kuckuckus und die sind ganz stolz, die Männer. Die machen sie aus den Haaren der Frauen und Kinder, dann sie die Perücken flechten und dann sie dann schmücken mit Federn vom Paradiesvogel etc. Also sehr, sehr interessant. Aber warum ich dort hingefahren bin, da habe ich einmal gelesen, irgendwo abgehört, ist, bei den Kuckuckus gibt es einen Stamm, die dann ihre Toten nicht begraben, bis wir machen oder verbrennen, sondern die dann zu räuchern und sögen. Und man dachte, das muss ich sehen. Es war schwierig, das zu finden. Es war im Hochgebirge, dort sind die daheim. Da sind sie ja. Da wird der Mensch in so einen Hochsitz eingesetzt und da wird geraucht und gefeiert und gefeiert und gefeiert und gefeiert und gefeiert. Dauert fast ein Jahr lang, bis ein Mensch getötet, also getrocknet ist. Und dann tanzen im Hochgebirge, tanzen unter überhängenden Felsen, dann sie es montieren, das die oberen drei Bilder sind, das speziell die rechten. Und da wollte ich aufhören, aber dachte, ich würde niemals die Genehmigung kriegen. Und der Eingeborene, der war so freundlich, der hat sich so gefreut, dass ich mich für seine Kultur interessiere und hat gesagt, ich muss mit, er zeigt mir das. Und der Daumtoni, der wollte das filmen, es war damals der ORF, hat sich interessiert dafür. Damals kam die Super 8 Kamera auch, oder Super 8 hat es nicht geheißen, 8 mm Super oder so, so irgendwie muss die Kasten haben. Ja. Haben gesagt, das mit dem normalen verwenden sie nicht, das geht nicht nur mit der Super. Dann hat er sich eigens so eine Kamera gekauft und wenn wir dort gestanden sind von dieser Wand, wo es aufgegangen ist, 40 Meter, hat er gesagt, da kriege ich nicht auf, das ist unmöglich. Das war für die Eingeborenen schwierig, da auf zu klettern. Und der hat gesagt, das lässt das Leben nicht. Und mir hat der Eingeborene geholfen, sag einmal auf dem, da auf dem Baum, Da hat er mir einen Baum angehockt und dann haben sie mir auf die Wand zugedrückt und da bin ich gekreut. Das ist gar nicht einfach, das müssen sie einmal probieren, weil da ist ja nicht der eigene Körper im Weg. Dann bin ich gekreut und gekreut und gekreut und gekreut und gekreut und irgendwann habe ich die geschafft, das Mokboot. Also es war sehr beeindruckend. Und dann hat es zum Regen angefangen, hat er gesagt, wir können nicht mehr zurückgehen, wir müssen nach oben steigen und auf der anderen Seite raus. Und da war mir kröre, kann nicht mehr. Und die Bobby geschaut auf meine Füße und die haben nicht mehr gehorcht. Es ist nicht mehr ein Fuß am anderen gegangen. Und so haben wir gedacht, was ist denn das? Auf einmal war ich weg. Ich habe gespürt, dass ich zum Rutschen anfange und das war die letzte Stunde. Meine Uhr ist abgelaufen. Und auf einmal habe ich 2, 4, 6 Hände gespürt am Rücken, die was mir an die Wand gedrückt haben. Und ich weiß nicht, wie lange ich dort gehängt bin. Irgendwann haben sie es geschafft und haben mich aufgebracht. Und 30 Jahre sind vergangen. Und jetzt weiß ich, wo es gegangen ist. Ich war vor 2 Jahren im Krankenhaus beim Arzt und haben mir Kopfröntgen gemacht. Und haben sie gesagt, Herr Garmisch, wie war denn das beim letzten Schlaganfall? Ich sage, ich habe keinen Schlaganfall nicht gehabt. Sagt, dann schauen Sie her. Das ist zwar sehr schön vernarbt, ist gut verheilt, habe ich gewusst, das war Papua-Neuguinea. Also man sieht, es kann auch hagelig sein. Ich
Genau, ich möchte nur kurz da anmerken, wie wir da der Herr Kramanitsch da geredet haben. Sehen Sie da das rote Teil da oben? Da ist dann, das ist die Axt, die da hinten ist, in der Vitrine. Und die hat dem Mord oder gehört. Der hat damit sein Leben lang gearbeitet. Ja, nur, genau. Und die andere Axt, die dann rechts in der Glasvitrine ist, das ist ein reines Tauschobjekt in Papua-Neuguinea und die kann man gegen eine Frau eintauschen. Also, ja, nur zur Abrundung. Weil ich gerade sehe, das Bild da. Die Kopfjagd, das ist ja heute ausgeräumt. Seit 18 oder 19 ist das Papua-Neuguinea von den Australiern übernommen worden. Die gibt es jetzt nicht mehr, aber sie haben es noch lange gemacht. Den Kopf, was ich mitgemacht habe, mal Expertise machen lassen im Völkerkundemuseum vor etlichen Jahren, da hat man festgestellt, das ist eine Frau und die Präparation liegt erst 5 Jahre zurück. Sie dürfen es nicht mehr machen, aber Geschichte alles, also was da im Dschungel passiert, das weiß man nicht. Passiert noch, aber eins ist sicher, da sieht man wieder den Häuptling. Das, was die schweren Wunden, was der hat auf der Brust, die Narben, das sind Initiationsnarben. Also da wird den jungen Burschen brennen, das Baumharz auf die Brust gelegt, das muss er abbrennen lassen. Also was das für Schmerzen bedeutet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ganz, ganz schlimm und solche Lia-Dings macht das. Übrigens, ich habe gefragt, wie alt er ist, haben sie gesagt, so unter 30, zwischen 25 und 30. Gut, eine kleine Verschnaufpause für unseren Ehrengast. Ich möchte wieder ein kurzes Geschichtel vorlesen. Im Juni 1979 bin ich mit meiner damaligen jungen Freundin, heute meine Frau, auf den höchsten Berg von Oberösterreich, den großen Brill, gewandert. Wir haben im Brillschutzhaus genächtigt und sind am nächsten Tag zeitig in der Früh losgewandert. Bereits nach einer Stunde kamen wir zu einem langgezogenen Schneefeld. Dort trafen wir zwei junge Bergwanderer, die sitzend eine Pause einlegen. Wir fragten, ob wir uns dazusetzen durften und begannen zu plaudern. Die Burschen kamen aus der Grazer Gegend und als sie uns fragten, von wo wir sind, sagten wir aus dem Waldviertel, genau aus Weidhofen an der Deier. Wie aus der Pistole geschossen, sagte einer, ist dort nicht die Bar mit dem Krokodil? So schaut's aus, 1979 kannte ein jeder die Orientbar. Meine nächste Platte, die ich aufgelegt habe, ist von Ricky Nelson, ein US-amerikanischer Schauspieler, Musiker, Sänger und Songwriter. Einer seiner größten Hits war wohl Hello Mary Lou.
weil ich gerade auf die Bilder schaue, fällt mir gerade was ein, es kommt immer so spontan. Die Eingeborenen haben immer ihre Waffen mit, das heißt Blasrohr, Pfeil und Bogen. Und wie wir das gesehen haben, wollte man natürlich was haben. Jetzt habe ich vom Häuptling mir so ein Blasrohr abwedelt und einen Pfeil und Bogen und Pfeile dazu. Ich war mit einer Gruppe Weidhofner unterwegs. Da war der Marek Toni war da mit dabei. Der Schauer Robert, der was einmal Dachdecker war, glaube ich, ja, Dachdecker war von Siegert ein paar. Und so weiter. Jeder wollte sowas haben. Und da haben wir gedacht, wie bringen wir denn das eine ins Flugzeug? Das geht ja gar nicht, das sind ja nur so kleine Maschinen, die Bypass und so weiter. Und wie die dann gelandet sind zum Abholen von uns, habe ich gesagt, das soll mit. Hat er gesagt, no problem. Der hat das zusammengebunden wie ein Reiserbierl und hat es aufs Flugzeug außen angebunden. Und so ist er geflogen. Und beim Fliegen denke ich mir, der trinkt jetzt schon das fünfte Bier. Habe ich gesagt, warum er so viel trinkt? Hat er gesagt, da fürcht er sich nicht so. Ich dachte, ja, das ist schon sehr lustig. Ja. Die haben im Mund, man sieht es unverformt, die dann die Betelnuss kauen. Und das hat eine berauschende Wirkung. Und zum Neutralisieren haben sie einen Kalk. Und da haben sie einen Kalksbadel. Also das ist so wie bei uns, also so ein Holzding, wo man auf die Zunge drückt und schaut der Arzt, ob einer Halsweh hat. Und auf diesen Kalkspatel hat er draufgehängt kleine Büscheln und das bedeutet jedes Büscherl an Toten, was er gemacht hat. Und mit diesen steigt er im Ansehen von dem Clan. Wenn er 4, 5 Büscherl hat, dann ist er schon reif, könnte schon eventuell ein Führer werden von der Gruppe. Also unglaublich. Sonst kann man was machen. Das war bei uns in der Tanzbar. Der Rebiker Gerd und seine Frau. Der Blecki. Einige sind schon immer mehr unter uns. Die Weber-Uli. Mit dir. Da eine. Hopp. Hopp. Also
ist an und für sich natürlich auch eine Attraktion. Die Gäste schrecken sich, wenn die Krokodile plötzlich mit unter der Tanzfläche um einen anlaufen. Aber es ist nicht so gefährlich, wie es ausschaut. Komm her, Dschungel, alles in Ordnung? Bleib nur da. Komm her. Tu dir nicht drucken vom Boot. So spüren wir nicht. Bleib mal da. Jetzt werden wir das restliche Wasser ablassen und dann wieder mit frischem Wasser füllen. Das ist nämlich subtropisch, da erinnern. Ich habe das sehr warm. Die bei Wassertemperatur ständige von 28 bis 30 Grad. Eine Luftfeuchtigkeit 90-95%. Da kommt ein Fahrzeug. Okay. Ja. Bist du ein sauberer Bursch? Komm her, brav. Schocke, brav. Okay, brav. Brav, Schocke, komm. Ja. Du musst es gar nicht glauben, wie friedlich er ist. Einmal, zweimal im Jahr kommt das nämlich vor. Da will er mir zeigen, dass er der Stärkere ist. Da bleibt nichts anderes über. Also, dass ich die Stühlbürsten, die ich da in der Hand habe, ein-, zweimal abhauen muss auf ihn. Und dann ist wieder alles okay. Dann kommt er wieder auf meinen Schoß, lässt sie streicheln, lässt sie bürsten. Ich habe vor 18 Jahren mein erstes Krokodil gefangen. Das war damals dieses Tier hier, das war der Jockey. Der hat damals 3,5 Decker gewogen, etwa 17 cm Länge gehabt. Heute ist er ja schon ein stattliches Krokodil, wie Sie sehen. Und einige andere befinden sich hier in seiner Gesellschaft. Und bei einer meiner Reisen durch Asien habe ich den Besitzer der Krokodilfarm aus Bangkok, Herrn Smukhakan, kennengelernt. Ja, wir haben ganz nett geplaudert und er führte mich dann später in sein Allerheiligstes, in seine Privatwohnung. Und dort zeigte er mir was, wo ich staunte, nämlich ein weißes Krokodil. Dass es so etwas gab, wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Ja, ich wollte unbedingt dieses Krokodil erstehen, aber viel feischen, alles löste nichts. Gegen Geld konnte man dieses Krokodil nicht erwerben. Viel später dann zeigte ich ihm Aufnahmen von meinen Krokodilen, wie ich mit ihnen baden gehe. Und er war so begeistert davon, dass er unbedingt ein Krokodil dieser Art wollte. Ja, ich machte ihm den Vorschlag, ich würde für ihn eins besorgen und würde ihm es bringen. Und er sagt, ja, wenn das möglich wäre, könnte man mit einem Tauschgeschäft rechnen. Es vergingen dann noch einige Jahre. Und ich bekam dann tatsächlich ein kleines Krokodil dieser selben Art. Und so sieht ein Ausflug mit dem lieben kleinen Jockel aus. Ohne viel Federlesens wird er aufs Sportwagenheck gelegt und ins öffentliche Bad der Gemeinde transportiert. Denn auch Krokodile brauchen Abkühlung. Alles, wie es enden muss, bei wer dreimal lügt, mit einer Frage. Gibt es in Niederösterreich dieses weiße Krokodil?
Wie ich damals in Asien war, in Thailand, habe ich von dieser Krokodilfarm gehört. Die haben zigtausend Krokodile, das ist die weltgrößte. Und ich dachte, ich werde mit dem Direktor mal reden und werde mal ein bisschen austauschen. Da kommst du ja gar nicht zu. Das sind halt Leute solche Größen, also ich weiß nicht, was man da muss. Muss man mit einem Hubschrauber vorfahren oder was weiß ich was. Keine Chance. Und dann habe ich eine Ansichtskarte mitgehabt, wie ich das Krokodil am Rücken trage. Und das habe ich als Visitenkarten gegeben, den Dienern, der hat das eingetragen. Und auf einmal ist er rausgekommen und hat mich umhätschelt und hat mich in sein Allerheiligstes geführt, nämlich wo er abnormale Tiere hält. Also da kommen im Laufe von zigtausend Tieren, kommen da Tiere vor, die was kein Haxel haben oder keinen Schwanz haben oder aufgedrehte Goschen haben und so weiter. Und dann sagt er mir eben dieses weiße Krokodil, da man dachte, das muss ich haben. Hat er gesagt, nein, das gibt aber nicht. Und dann hat er eben gesagt, wie ich es eben erwähnt habe, wenn ich eben einen Alligator bringe, was er drüben nicht kriegt, weil da gibt es nur diese Siam-Krokodile und die Krokodilus porosus, also diese Leisten-Krokodile, dann bringt er mir eins. Und ich habe tatsächlich so ein Krokodil auftrieben und dann habe ich gedacht, wie bringe ich denn das nach Thailand? Jetzt habe ich mir einen Koffer präpariert, den Koffer habe ich Styropor reingepickt, Alufolie, Styropor, Alufolie. Und dann habe ich einen Thermophor reingelegt und habe genau geschaut, wie lange die Temperatur hält. 24 Stunden, ich dachte, das passt schon. Dann ist man da bist du geflogen mit einer Propellermaschine, es hat alles sehr viel länger gedauert wie heute. Aber ich habe es geschafft und jetzt bin ich von Weidhofen an der Theia in die größte Krokodilfarm der Welt im Kofferl gefahren, also das war gigantisch. Und dann habe ich das weiße Krokodil gekriegt und habe gedacht, wie bringe ich es denn wieder heim? Ins Flug, kannst du das nicht mit einnehmen in die Kabine, im Frachtraum, der ist nur aufgeheizt auf 6 Grad in etwa, das ist zu kalt, geht es nicht. Haben wir doch so einen Bauch gelegt, habe ein paar Leute gepasst, Streifen drüber pickt und so ist es dann transportiert. Hat wunderbar funktioniert. Da möchte ich noch was erzählen. Ich habe ja auch Affen gehabt. Und da sind wir mal in Malaysia gewesen und wollten zu den Kopfjägern, natürlich zu den Dayaks. Wir haben es nicht gefunden, es hat nicht gepasst. Und wir sind mal zurückgeflogen über Bangkok und da haben wir gesagt, was macht man denn morgen noch? Auf Nacht geht erst die Maschine, steht uns dafür, na gehen wir am Markt. Dann sind wir am Markt gegangen, aber haben gesagt, gehen wir vorher noch irgendwo essen hin, was Gutes. Und haben unseren asiatischen Dachsler gesagt, wir möchten gern irgendwas was Besonderes haben. Hat er gesagt, er weiß was. Sind wir gegangen und sind wir über so ein Hintertür reingekommen, es ist uns ja schon Spanisch vorgekommen. Da sind wir in den Raum reingekommen, da waren so ovale Tische und da mit mitten waren Ausnehmungen, so Löcher. Und da haben sie uns gesagt, da wird ein Off eingespannt und da gibt es Leute, die hocken den lebenden Offen, den Schädel ein und essen das zuckernde Hirn. Na, wie wir das gesehen haben, haben wir gleich fluchtartig das Lokal verlassen. Aber am nächsten Tag gehen wir durch den Jahrmarkt und da sehe ich so ein Handeln rausschauen aus einer Kiste und so runde Augen. Habe ich gesagt, was er da drin hat. Da hat gesagt, go away, go away. Und dann hat mir der Nachbar gesagt, da sind drinnen Affen. Und da gibt es Leute, die essen das und der dürfte schon vorbestellt sein. Und dann habe ich gedacht, den kriegt er nicht. Und für ein vieles, was der tatsächlich kostet, habe ich dann den Ofen gekriegt. Und der Hof hat sofort gespürt, dass ich ihm sein Leben gerettet habe. Ich war für ihn, seine Mutter hat sich angehängt um meinen Bauch, hat sich auf meinen Bauch gesetzt, ich bin gefüttert mit Bananen. Und da haben wir gesagt, jetzt suchen wir, habe ich den Dachsler gesagt, irgendjemand, wo wir den Hof hingeben können, der was ihm aufzieht. Dann haben wir niemanden gefunden. Und dann hätten wir einen gefunden und dann hat der Dachsler gesagt, den nicht geben, weil dann landet er wieder da drüben. Dann haben wir gedacht, na gut, und auf einmal ist die Zeit schon nachgerückt und wir mussten ins Flugzeug. Jetzt habe ich den oft da sitzen gehabt, sage ich, weißt du was, zu meinem Kollegen, zum Viehjährig. Der stammt übrigens von Korozo, der Viehjährig. Der Fiala, der Briefträger, war sein Onkel. Also nur da wissen, worüber ich mich rede. Da hat er gesagt, den kannst du nicht mitnehmen, das geht nicht, das ist ja verboten und was weiß ich. Was soll ich, was soll man machen? Sollen sie mal nehmen, dann kommt er in gute Hände. Und die sitzen, es ist so geschwind gegangen, sind wir schon drin gesessen im Flieger, in der Office da gesessen. Und die Stewardess hat das gesehen. Und hat gesagt, sie muss die Starke spielen. Hat gleich einen Zöllner geholt, den Chef Zöllner. Und hat gesagt, was ich da habe. Und hat gesagt, ein Monkey. Und hat gesagt, let me see. Und hat gesagt, das ist nicht Monkey, das ist ein Gibbon. Much different between.
Also den darfst du nicht mitnehmen. Da habe ich gesagt, wohin her habe ich ihm die Geschichte ihm erzählt. Hat er gesagt, jede Woche sperren sie ein, zwei Lokale zu in dieser Art, wo sie das machen, wo sie den Tieren die Köpfe einschlagen. Sagt aber zwei, drei sperren wieder auf. Sagt, das kriegen sie fast nicht im Griff. Und dann ist er heimgekommen. Dann habe ich, der war ja wie ein Kind, der hat sich angehalten und hat dann irgendwann eine Lederhosen gekriegt und dann hat er ein gestraftes Leiberl gehabt. Also das hat das wunderbar funktioniert, hat viele Jahre bei mir gelebt und dann ist er nach Wels aufgekommen. Dort haben wir einen Partner gefunden und dort lebt er jetzt vielleicht noch, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ein paar Jahre später war die Frau Halbritter aus Stasdorf, war die bei Duld, das war die größte Import-Export-Tierhändlerin von Österreich. Auf einmal kommt sie daher mit und so einem kleinen Schimpansen. Sag ich, was ist denn? Ich sage, das ist immer ein Nehmer. Sagt er, weil nur du bringst den durch, du hast einen Umgang damit mit den Tieren, du schaffst das. Und da habe ich gesagt, erst, nein, die Hühnchen, das geht ja nicht. Und das ist ja ein Zug, na geht nicht, ich muss man halten. Und das war der Charlie. Und der Charlie mit seinen schwarzen Haaren, und so, der war ein lustiger Bursch und der hat dann auch Lederlosen gehabt und das gestreifte Ding. Und da habe ich zum Charlie gesagt, am Abend darfst du mit ins Lokal gehen, eine Stunde, zwei. Und da hat er sich schon gefreut und da, die Offen werden nicht sauber, also die machen immer, wo, egal wo sie halt sind. Jetzt hat er immer eine Windelhosen da, also seine Windel, sage ich, Charlie, wir müssen eine Windelhose wechseln. Hast Honig in der Blusen, da hat er runtergeschaut und hat gesagt, er hat genau gewusst, dass er eine Dümme hat. Nicht? Und dann sind wir unten im Lokal gesessen am Stammtisch. Ich habe mein Nachtessen gegessen, er hat gerne der Melupa, Melovit, also was die Babykinder gern trinken oder gern gesoffen. Da sind die Gäste reingekommen. Mein Gott, haben sie gesagt, was ist denn das? Sag ich, das ist der Charlie. Was ist denn das? Sag ich, von der Tiroler Chiliaras Kind. Na wirklich, haben sie gesagt, wirklich. Sag ich, ja. Sag ich, aber er kommt eh zu euch dann am Tisch. Und am Abend ist er immer miteinander gekupft von einer Lampe zur anderen. Und an dem Abend hat der Toni, der Daumtoni, also mein Partner, hat seinen ersten Date gehabt. Sagt er, reservieren wir einen schönen Tisch und das ganze Lokal war voll, da ist der Bürgermeister gesessen. Und da sind der Drogerist, der Biermann gesessen und was weiß ich, da ist der gesessen und der gesessen. Und alle haben natürlich geschaut, was der oft macht, wie er von einem Ding zum anderen kommt. Und der Daumtoni ist dort gesessen mit seiner Ex, mit seiner wunderschönen Frau. Und der Off hat runtergeschaut zu ihm, hat gesehen, dass er hat nämlich einen schlechten Haarwuchs gehabt. Er hat einen sehr breiten Mittelscheitel gehabt, so breit wie der Handteller. Jetzt hat er ein Toupet getragen und das hat er zum ersten Mal getragen. Und seine Freundin hat das nicht gewusst. Und der Off hat ihm das Toupet weggenommen. Das ist ein blutrot geworden im Gesicht und hat nachgegriffen. Die Leute haben geschrien vor Lachen. Nicht, er hat es nicht mehr gekriegt, aber er sie hat dann gesagt, er schaut viel hübscher aus, wenn er das Toupet nicht trägt. Und sie haben auch später geheiratet. Das war mit Charlie. Und der Charlie war so ein lieber Bursch, den habe ich mir in der Früh, wenn es Bett geholt hat, dann neben meinem Schlafzimmer hat er selber auch einen Raum gehabt, hat er ein Bett gehabt und dann zudeckt bis auf. Und da war ich auf die Nacht, bin ich wieder aufgegangen und so wie Charlie schlaft schon. Hat er zwinselt und hat einen Schnabel rausgemacht wie ein Pinzetten. Da habe ich Puzzle gegeben und dann hat er gewusst, ich darf schlafen. Und in der Früh habe ich gesagt, Charlie, wir müssen jetzt turnen, wir müssen arbeiten, weil wenn wir mal kein Geld mehr haben, dann müssen wir in den Zirkus gehen. Sag ich, pass auf, ich setze mich, lege mich jetzt da hin, stell die vier auf, du stößt die drauf und machst das Salto. Und wir sehen die Leute applaudieren. Na, und der ist gelaufen, gerade auf meine Füße und hat applaudiert. Blut, so habe ich gesagt, du nicht applaudieren, die Gäste. Und dann hat er sehr schnell begriffen, dass er Salto machen muss und so weiter. Also unwahrscheinlich. Aber wenn man bedenkt, dass er so oft 98% Gene hat wie der Mensch, da weiß man, wie nahe man dran ist. Also das war sehr interessant. Hast du noch irgendwas? Genau, ich habe da vom Herrn Kramanitsch einen Schrumpfkopf erworben und ich meine, viele fragen sich vielleicht, also wie die hergestellt werden. Ich versuche es ganz leicht zu erklären. Also beim ersten Schritt, da schneidet man da hinten ein bisschen auf, dass man dann den Schädelknochen so richtig schön rausziehen kann. Dann nimmt man sich eher einen dickeren Faden und
Natron in den Mund zu und die Augen und eben da hinten das Stickerl dann auch noch. Genau, und dann tut man eben in heißes Wasser rein und dann ziehen sie eben dann die Kollagenfasern halt dann zusammen. Dann fängt das dann schon mal an, der erste Prozess. Genau, nach einer Stunde fällt man halt dann aus, so ungefähr. Und dann fühlt man heißen Sand und da können auch so kleine heiße Steine dabei sein. Und genau, da wird dann die ganze Feuchtigkeit rausgezogen. Und beim letzten Schritt braucht man dann, das sehen Sie es dann so, aber da links ist ein Star und den nimmt man dann, dass man das Fett so ausmassiert aus dem Schrumpfkopf, dass er halt dann nur klein ist und dass dann nur weniger drin ist. Ja, also das war jetzt so ganz einfach erklärt. Ja, das halt. Und es gibt auch ganz wenige, die halt den wirklich ganz perfekt noch machen können, so auf ganz traditionelle Art und Weise, dass der dann wirklich so ausschaut wie da. Ja. Genau, und auf die bin ich mir auch ganz stolz, die habe ich auch erworben. Das sind so übermodellierte Köpfe von Papua Neuguinea, der da ein bisschen abseits steht. Das ist einer, der, das war ihm vielleicht ein Häuptling oder eher eine sehr hoch angesehene Person von dem Stamm und der ist nicht ermordet worden. Der ist eben so gestorben, an einem ganz natürlichen Tod. Und genau, der wird eben so gemacht, also aus dem Grab wird dann der Kopf wieder rausgeholt, den schneiden sie dann so raus und dann wieder mit so einem Lehm-Tongemisch übermodelliert und da wird eben versucht, dass man die Gesichtszüge so gut wie möglich nachstellt und bei denen, die halt an einem ganz natürlichen Tod gestorben sind, da die hoch angesehenen vom Stamm, da wird eben auch versucht, dass man die sehr gut beschmückt, da sieht man mit den Federn und den Muscheln rund um die Augen. Genau, und dann, wenn das gemacht ist, heißen die dann Minsangos. Genau, und dann macht man also ein Totenritual, dann wieder begraben und erst wenn er dann begraben ist, heißt er dann Waken. Und dann die drei, die abseits stehen, das sind welche, die sind ermordet worden. Da gehen junge Burschen auf eine Menschenjagd, also die verstecken sich oft in einem Gebüsch und töten, also schießen dann vermutlich mit so Giftpfeilen auf die Leute und dann töten sie es halt. Und je mehr Menschen die jungen Burschen halt umbringen, umso höher sind die dann angesehen im Dorf. Genau. Und die werden dann auch übermodelliert. Da wird nicht so drauf geschaut, dass die dann so gut beschmückt sind. Genau. Und die heißen dann auch, also Minsangos, genauso wie der erste. Und die werden dann im Männerhaus aufbewahrt und das heißt der Haus Tambaran. Da ist da hinten ein Bild, ich versuche mich hinzuleuchten. Genau, das sieht man da, das Haus Tambaran. Und da dürfen halt nur Männer rein, die zum Beispiel so ein Initiationsritual gemacht haben. Also vielleicht kennen sie, vielleicht haben sie da schon mal was gehört von den Krokodilmenschen, die sich da die ganzen Ritzungen da machen lassen. Das war so ein Initiationsritual und nur dann darf man halt dort rein in das Haus und da werden eben so Gespräche geführt über den Stamm. Also Frauen haben dort keinen Zutritt und Kinder auch nicht. Und genau dort werden eben die Minsangos von den Getöteten aufgehängt und herzackt. Und die bleiben immer Minsangos, weil sie eben nicht eingraben werden. Also sobald eingraben werden, so wie der erste, werden sie dann zum Waken. Und genau beim ersten habe ich auch noch vergessen, sobald er dann eingraben ist, ist er dann so eine Art Ahnengeist und steht ihm dann den Familien so zum Schutz dann zur Verfügung. Ja, und ich glaube da ein bisschen drauf, dass das wirklich dann so ist, dass die dann ein Auge auf die Familienmitglieder haben und ein bisschen aufpassen. Ja. Jetzt fragt man sich, wie ich über diese Dinge gekommen bin. Es war gar nicht einfach. Bei den Schrumpfkopf zum Beispiel. Da haben wir irgendwo in der Zeitung oder im Fernsehen oder irgendwo hat man mal gesehen, dass ein Schrumpfkopf auf dem Dorotheum versteigert wurde. Wie viel der kostet? 50.000 Euro. 50.000 Euro kostet ungefähr so ein Kopf. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist ein gigantischer Betrag. Und wie den Kopf in Quito, in Ecuador, habe ich mir gedacht, ist mir das gelungen, eben diesen Kopf zu bekommen. Und man dachte, wie bringen die den jetzt übers Grenz? Das ist ja, da habe ich auf 1000 Sachen gedacht.
wenn ich mir Frucht kaufe, eine aus Frucht und hole die aus und stecke sie rein, kommen sie drauf. Wenn sie in den Kürbis reinstecken, kommen sie drauf. Aber die Fremden, die wo immer dorthin fahren, die kaufen, wollen gerne einen echten Schrumpfkopf haben. Und das wissen die Leute natürlich dort. Und da gibt es Köpfe aus Ofen gemacht, nicht aus Ziegenhaut und aus alles Möglichen. Und jeder schaut echt aus. Und beim Zoll, der Zöllner kennt natürlich am ersten Blick, dass das keine echten Köpfe sind. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich das mir nutzen. Habe mir einen größeren Ziegenkopf gekauft, habe hinten die Schnur aufgemacht und habe den echten reingegeben. Und im Kopf habe ich ihn ein bisschen versteckt. Und wie der Zöllner zugekommen ist, habe ich mir einen Hunderter so hingehalten, den hat er eingesteckt, dann hat er den Kopf gesehen, hat er gesagt, Trierli. Und hat grinst. Da habe ich gesagt, klar ist der echt. Nicht? Und hat geglaubt, das ist natürlich wieder ein Unechter, wieder ist er so ein Tourist eingefahren mit so einem Schaß. Nicht nur habe ich den Echten so gebracht. Und bei diesen Köpfen, was auch interessant, da haben wir gesucht, im Sebig-Gebiet, da sind die Dörfer, wo die Kopfjäger daheim sind. Und da habe ich miteinander gefragt, und da hast du keine Chance, dass du einen Kopf kommst. Und dann waren wir im Bad Moorsberg und gesagt, weißt du was, zum Toni, jetzt schauen wir da in das Museum rein. Und es hat so ausgeschaut, so wie so ein kleines Völkerkunde Museum. Und da habe ich aber auch keinen Kopf nicht gesehen. Und die Frau dort, die was dort die Direktorin war, wie die Frau Monaco, nicht wahr? Nicht? Die hat gesagt, sie ist eine, wie heißt es? Erdmull. Sie ist eine Erdmull und in ihren Stamm machen sowas. Und ich habe gesagt, ich würde 1000 Dollar für so einen Kopf bezahlen, weil ich einen kriege. Und hat gesagt, sie hat einen Bekannten, der hat in Wien zu tun und im Völkerkundemuseum, was weiß ich, kann, bringt ihr irgendwas. Und es ist kein Problem für mich, sowas mitzubringen. Und der hat mir dann gebraucht, also ganz real ist, das hat das funktioniert. Aber es ist ganz gewaltig, diese Köpfe. Und in diese Männerhäuser, in die House of Tambourine, wie sie es nennen, da haben sie es ganz versteckt, da haben sie so Gittertaschen. Und da geben sie eine die Köpfe und dort gibt es so Hakenmasken, sagen wir mal hier vor so Hakenmasken. Und da hinken sie es drauf. Und dort bleiben sie und da sind die Krieger sehr stolz drauf, dass sie sowas haben. Und daneben sieht man einen Fisch präpariert, sehe ich da gerade. Da war der Hofrat Langer mit, das war in Alaska, mit Pfeil und Bogen waren wir da unterwegs, der Wengerbodo, der Hofrat Langer und ich. Und das haben sie gefischt, die haben gefischt, ich habe die Fische mit Pfeil und Bogen geschossen, das ist wunderbar gegangen. Und da haben sie gefischt auf einem Lachs, und auf diesen da, der ist in einem Dümpel gestanden. Da habe ich gesagt, was tust du denn da? Da hat er gesagt, geh jetzt oben mit deinem Fischpfeil, da kannst du nichts reißen, der steht 1,5 Meter unter Wasser. Und normalerweise eine Querkugel, wenn die 50 cm ins Wasser rein geht, ist wirkungslos. Also mit mehr als 50 cm. Und ich habe gesagt, dann lass mich mal zu. Und habe den Fisch angepeilt. Und der erste Schuss war ein bisschen daneben, hat so gestaubt, aufgestaubt, aber das passt schon. Und er gesagt, ich habe das ja eh gesagt, mit deinem Fischpfeil, den kannst du nie mehr schießen, den Lachs. Und den zweiten Schuss habe ich die Wasserbrechung ein bisschen korrigiert und habe ihn erwischt. Und den habe ich mir dann mit Hand genommen, auszogen, komplett. Und weil wir nichts, keine Mittel haben, haben wir den mit Zucker die Haut haltbar gemacht und dann hat es ein Präparat gemacht. Das war dann in Alaska. Naja, ich glaube, da haben wir da schon ziemlich alles gesehen. Jetzt zeigen wir noch mal einen Film. Gell? Lebt in dem ungewöhnlichen Lokal in Terrarien, gelegentlich aber werden die Tiere von ihren Herrchen ausgeführt. Ja.
durchdringlicher Wassertemperatur von etwa 23, 24 Grad zum Erwarten habe, dann nehme ich mein Krokodil an die Leine und dann geht's zum Badeteil. Dass ihre Haustiere, bei mir sind es Krokodile, Schlangen, Vogelspinnen, Skorpione. Ich habe das Tier schon über 30 Jahre. Ich habe es einst einmal mitgebracht, da war es so groß wie ein Salzstange. Also ein Krokodil ist nicht einfach zu zähmen, weil man bedenkt, dass also ein Krokodil in dieser Größenordnung eigentlich nur ein nussgroßes Stück Hirn hat. Das ist im Prinzip nur der Naturinstinkt. Wenn man sich aber mit so einem Tier von klein auf beschäftigt, solange es nur so ein Salzstange ist und sich wirklich jeden Tag damit abgibt, so lernst du dann allmählich auch ihren Pfleger kennen. Darum kann heute das eine oder andere, was ich mit dem Tier tue, auch dann wirklich tun. Ansonsten muss man trotzdem sagen, Krokodile oder Reptilien als solches sind nicht ganz zu unterschätzen, also immer mit Vorsicht zu genießen. Stundenlang auf dem Lokal sitzen, meinen, die Tiere wären gar nicht echt, sie wären aus Plastik oder ausgestopft oder dergleichen. Und wenn sie dann doch irgendwann einmal das Auge auf und zu machen, dann sehen sie, dass sie wirklich leben. Und dann seid sie eigentlich begeistert. Vor allem deshalb, weil man bei uns das so hautnah erleben kann, dass man sich das mal weiter an Kontakt haben kann mit den Schlangen. Die wächst bei den giftigen Wollen nicht, dass sie die Gäste angreifen können, aber bei den harmlosen, die bringe ich dann schon so nah, dass vielleicht viele auch dann den Schall von den Schlangen verlieren. Ich glaube, mein artgerecht kann man sicherlich ein Tier nicht halten, artgerecht wäre nur die Natur. Aber wenn man bedenkt, dass man so ein Tier wirklich von so klein aufzieht und es überlebt, wie viele Tiere dieser Art werden in der freien Natur getötet und Enten aus Handtasche. Bei mir hat sie ja gutes Futter und eine gute Betreuung. Ich glaube, es geht ihm gut. Mozart. Ja, ich hätte dann auch noch eine kurze Geschichte von meiner Seite aus. 1990 war ich mit meiner ganzen Familie bei einem Jugendfreund, einem gebürtigen Werthofener, in Augsburg in Deutschland. Am Abend besuchten wir ein Kino. Zuerst lief die Wochenschau mit dem Untertitel Kurioses aus aller Welt. Sie können sich vorstellen, was da kam. Neben Ausschnitten aus Amerika und Asien plötzlich der Hinweis auf eine Bar im nördlichen Waldviertel in Österreich, 130 Kilometer von Wien entfernt. Es wurde Filmmaterial mit Krokodilen und Schlangen gezeigt. Als man Hans Kramanitsch mit seiner Python Susi sah, einer Würgeschlange, die er um den Körper und Hals gewickelt hatte, ging ein kräftiges Raunen durch den Kinosaal in Augsburg. Ich war in diesem Moment wohl der stolzeste Besucher. Der Film danach war mir ziemlich egal. Ja, meine nächste Platte, was ich noch kurz anspielen möchte, ist der Fats Domino mit Blueberry Hill. Oh,
Ohne dem geht es ja nicht, die Flüstertüte. Ich möchte euch nur erzählen, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin. Es ist ja nicht so alltäglich, dass man da dazu die Wahrsicht, die Hüdenstämme da fort und so weiter und so weiter. Das ist eh nicht so einfach. Und zwar ist das Folgendes passiert. Ich bin mit meinem Kollegen, mit Fidi Erich, haben wir gesagt, wir fliegen nach Afrika, wir schauen uns das an, vor Ort. Und dann hat er mich angerufen, es war im August, die heißeste Zeit, was es überhaupt gibt. Im Dezember sagt er, wir müssen trainieren. Er kommt von Wien auf, wo wir eh da bin, sage ich ja. Und auf einmal zwei Stunden später kommt er daher mit dem Wintermantel, Schal um den Hals, Pudelhaar auf, rot, komplett nass, verschwitzt. Sag ich, was tust du denn? Sagt er, du wirst Afrika trainieren. Sag ich, ich trainiere lieber Alaska, weil da wollte man nur kaltes Bier trinken. Dann haben wir gesagt, okay, fliegen wir nach Afrika. Damals sind wir mit den Propellermaschinen geflogen, das war eine Zeremonie, da hat man nur vom Kapitän noch ein Zertifikat gekriegt, dass man den Äquator überflogen hat und so weiter und so weiter. Und dort haben wir, oder haben wir uns ein Auto gemietet und haben gesagt, wir wollen den Masai Mara besuchen. Man muss sich vorstellen, damals gab es kein Handy, da gab es keinen Funk für uns, für den Privaten, nichts. Die Straßenkarten waren gezeichnete Zettel. Da ist gestanden Kilimanjaro, 2000 Kilometer. Da, wo es war, sieht es, Kilaguni Lodge, weiß ich, 140 Kilometer und dort war eine Abzweigung, da geht es da hin und da geht es dort hin. Und am Tag der Abreise hat mein Kollege Durchfall gehabt, aber schweren Durchfall. Sagt er, du, ich kann nicht mit. Sag ich, du musst mitfahren, jetzt haben wir das Auto gemietet, das kostet unser Geld. Habe ich gesagt, weißt du was, ich fahre alleine. Dann bin ich in den Masai Mara Park da reingefahren. Na toll, ich, der große Abenteurer, habe noch keine Ahnung gehabt von Tutten und Blasen. Kamera mit dabei, damit ich alles festhalten kann. Damals gab es, ich glaube, 6x9 Kamera, also für die Agfa-Box. Das war so ein viereckiges Kastel mit zwei Einstellungen drauf, Blende 11, Blende 16. 50. Sekunde, glaube ich, hat er fotografiert, was der Zeitaufnahme machen wollte. Das musste er aus der Hand halten, ganz ruhig. Und der Blitz war ein Blitzsackerl, das heißt, da zu unten und das hat irgendwann Blitz. Und so sind die Bilder entstanden. Dann bin ich gefahren und gefahren und gefahren. Auf einmal macht es blöp, 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 blöp. Da sage ich, na, was ist jetzt? Unser Auto bleibt stehen und geht nicht mehr. Und ich stecke da irgendwo mittendrin in der Savanne. Da denke ich mir, na toll, macht ja nichts, wird schon wer kommen. Niemand ist gekommen. Ich weiß noch eins, solange es tags ist, da hast du, bist du ein starker Bursch und weiß ich was. Aber wenn es einmal dämmerig wird und du hörst die Musik, den Lärm vom Busch, das Schreien von den Tieren, von den Vögeln, von den Affen, das Raffen, der Kampf auf Leben und Tod, dann geht er der Reis. Und der ist mir auch gegangen. Man dachte, was ist, wenn jetzt der Löwe kommt, was mache ich? Das Auto rufen, dann gibt es noch eins und das Auto drunter gehören. Und das habe ich auch dann irgendwann gemacht. Aber vorher habe ich nur Elefantentrompeten gehört, haben wir gedacht, da schon her, die habe ich fotografiert, waren weit weg. Mein Kollege hat die Apfel noch einen anderen gemacht. Die Filme gab es ja nur in Schwarz und Weiß. Ich glaube, 12 Aufnahmen waren da drauf, da sind Filmmuskel runtergespult gehabt. Und hat mein Kollege gesagt, wie, ich habe dann gesagt, du warst noch dran, habe ich gesagt, ja, ich habe Atem gespürt von den Elefanten. Und wie wir dann die Bilder gekriegt haben, war so kleine graue Punkte, sage ich, das war der Elefant. Oder gesagt, das, sage ich, nein, nicht das, die. Nicht? Also mit diesem Weitwinkelgerät auf wahrscheinlich zu weit entfernt, aber man empfindet natürlich alles ganz anders. Also ich habe fast den Tosen geschissen, um das ehrlich zu sagen. Nicht? Ja. Na, ich glaube, das war ziemlich alles, was ich zum Sagen habe. Ich weiß nicht, sieht man noch einen Film? Ja, drei. Haben wir noch. Da möchte ich mich jetzt schon bedanken für euren Besuch. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, dass noch was hören von alten Kramanitsch. Ich freue mich hoffentlich, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Und jedenfalls Dankeschön. Kommt's gut heim, bleibt's gesund. Vielleicht sehen wir sie wieder einmal. Dankeschön. Hat es euch wirklich gefallen? Hat es euch wirklich gefallen? Ich höre nichts. Hat es euch wirklich gefallen? Danke.
Da haben wir noch einen Film, den wollen wir noch zeigen. Riesenschlangenbabys, gleich bei Jacket. Mit Großmäulern und Schlangen hat er kein Problem, im Gegenteil. Unter seinen magischen Händen werden bösartige Reptilien zu Kuscheltieren. Johann Kramanitsch ist damit die Attraktion von Weidhofen an der Theier, denn seine außergewöhnlichen Haustiere sind in seinem Lokal zu bestaunen. Birgit Schneeberger beim Streichelzoo. Johann Kramanitsch, der Crocodile Dundee aus dem Waldviertel, steht im Original aus Australien in nichts nach. Ganz wie sein Kollege aus den Outbacks ist er mit den Riesenechsen auf Du und Du. Für mich ist es stinknormal, wie andere halt Hunde und Katzen halten als ihre Lieblinge, sonst für mich halt die Krokodile und die Schlangen. Und das macht mir wirklich Spaß, die Tiere zu pflegen. Gleich ums Eck vom Rathaus, mitten in Waldhofen, besitzt der Weltenbummler ein Lokal. Hier werden die Gäste nicht nur mit Gaumenfreuden verwöhnt, sondern auch mit einem wahren Augenschmaus. Denn die tierische Exotensammlung ist mitten im Gastraum. Der Wirt selbst ist auf der ganzen Welt zu Hause. Die Drohne hat das Ganze eigentlich in Afrika. Mir ist dort das Auto kaputt gegangen und ich muss notgedrungenerweise bei dem Maasai leben 14 Tage. Und da habe ich eigentlich das Leben mit den Naturvölkern kennengelernt. Ich war in Papua bei den Steinzeitmenschen, ich war im südamerikanischen Gebiet, Amazonasgebiet, bei Kopfjägern. Also es war ein sehr hochinteressantes Leben. Ein Aquarium voll Piranhas, Schlangen, Krokodile und sogar ein japanischer Drachenfisch. Im Hause Kramanitsch gibt es so gut wie alles, was das Exotenherz begehrt. Für seine hungrigen Lieblinge gibt es selbstverständlich nur das Beste. Viel frisches, rohes Fleisch. Schlangenfraß kommt bei Johann Kramanitsch ganz sicher nicht auf den Tisch. Wen wundert's, wäre er doch beinahe selbst einer geworden. Ich habe die Abfälle der Küche, die Salate, der Gurkenschalen, muss ich auf der Nacht in der Küche anfallen, an die Hasen, die Kaninchen verfüttert. Ich habe die Kaninchen natürlich auch streichelt und dann bin ich zur Schlange reingegangen zum Säubern. Ich habe da nichts gedacht, ob das meine Hände und meine Kleider und der Geruch von den Hasen, die ich kein Nüchtern anhatte. Die Frau hat es aber sehr wohl gespürt. Hat gesagt, ich wünsche dir jetzt ein größeres Beutetier. Gerichtsartig ist der Angriff gekommen. Die Frau hat durchgebissen durch den Saft, was ich da angeschaut habe, in meine Hand, habe ich durch die Luft gesteigert und eingetreten. Ich glaube, es hat bei mir zwei oder drei Minuten gedauert, war ich gewusst. Und auch die meisten Gäste sind nach einem Lokalbesuch um eine Erfahrung reicher. Kaum jemand hat zuvor schon einmal eine 5 Tage alte Boa Constrictor in Händen gehalten. Denn vor kurzem gab es Nachwuchs. 30 Babyschlangen tummeln sich nun im Terrarium hinter den Esstischen. Sogar der Tierarzt attestiert dem Exotenliebhaber magische Hände. Der Kramanitsch, die Schlangen betreut, hat ganz augenscheinlich die richtige Hand für die Betreuung der Schlangen. Das spricht schon die gelungene Nachzucht dieser Burkonstriktor, die für das ganz Außergewöhnliches und Sehenswertes leistet. Nur sein privater Zoo zieht der Niederösterreicher immer wieder in unsere Breiten. Seine außergewöhnlichen Kuscheltiere danken die liebevolle Betreuung schon mal mit einem dicken Schmatz. Also, wenn man aus den fernen Ländern kommt, wo die Tagesdurchschnittstemperatur über 30 Grad liegt, dann glaubt man da, man muss alle Pullover und alles kleiden, was man hinterher anziehen. Aber es ist halt eine Gewöhnungssache. Ich habe den Vorteil, ich kann mich dann zu den Krokodilen hineinsetzen, dort ist es tropisch warm und kann von der Ferne träumen. In dieser Situation träumen,
Das kann nur Crocodile Dundee. Für Normalsterbliche wäre das eher ein Albtraum. Das war Jackie für heute und morgen. Also wenn ich die Bilder heute anschaue, sind ja doch schon viele Jahre da vergangen, muss ich sagen, weiß der junge Bursch nicht, dass die Tiere gefährlich sind. Der beißt ja die Ruhrmoos, weil ich glaube, der frisst eine Zwetschge oder eine Kirschen. Ich habe es scheinbar nicht gewusst. Ich habe dem so blindlings vertraut. Es hat nie Probleme gegeben. Dabei haben wir in Afrika einmal gesehen, da bin ich samstags hohe Elefanten groß marschiert und da sehe ich, da liegt der Schlangen mit einem riesigen Bauch. Und die hat zwar so Masai-Sperre, weiß nicht, wo ein anderer Stamm geworden ist, hat die Trinkstocken im Körper. Sag ich, du, mein Kollegen, schau her, die lebt nur, die Schlangen. Und die sind dann ein paar Eingeborene dazugekommen, die haben es getötet. Und der Schlangenbauch ist eine Säbelantilope gelegen, Säbelantilope. Und das Gehirn hat sie dann durch die Haut durchbohrt. Aber sie haben gesagt, das macht dir nichts, der Schlangen. Das verdaut sie ihnen. Die krickeln voll nach, die Löcher schließen sie und die wieder okay. Ich weiß nicht, ob es wirklich wahr ist. Kann man es nicht vorstellen. Aber ein zweites Mal, das habe ich aus der Zeitung dann gesehen, ist ja dann so der Schlangen ein Neger drin gegen, ein dunkelhäutiger. Also der ist gefressen worden von der Schlange und das kommt vor. Und wenn eine Schlange einmal hat, 50, 60 Kilo, kannst du das ohne weiteres machen. Und ich habe mit Giftschlangen in Kontakt gehabt und mit Riesenschlangen, aber ich sage, die Riesenschlangen ist schlimmer als die giftigste Giftschlangen. Weil die Riesenschlangen beißt zu und druckt so lang, solange es blutscht, solange es einen Pulsschlag spürt und da hast du keine Chance. Das ist wirklich hart. Bei der Giftschlange kannst du sagen, naja, wann hat es die Bissen, wann hat es das letzte Mal Bissen, hat es im Besitz des vollen Giftes, nicht? Wo trifft es die? Da hast du allerhand, bist du ein junger Bursch oder bist du ein alter Mann, nicht? Das kommt alles drauf an. Also ich bin einmal von einer Giftschlange gebissen worden, also das war nicht ganz ohne, es war in Ceylon. Und da habe ich irgendein so ein Hörnchen fotografiert und habe mir gedacht, tu das. Und da fahren wir sicher ein Krokodil ganz. Und da habe ich gedacht, warte, zu den Krokodil musst du hin. Und da war so ein Locken, die war nicht viel größer wie der Raum, vielleicht 15, 20 Zentimeter tief. Und die steigt da rein und fällt gleich in den Ufermorast bis zum Bauch. Und ich habe mich mit den Händen angestützt und unter den Blättern von Philodendron und Schlingpflanzen zeige ich eine Schlange gelegt und die hat zubissen. Aber das hat wehgetan. Und jetzt haben wir Schlangen gebissen. Da wollte ich sofort schauen, welche Schlangen sie so wie es der Wisch. Es ist unterschiedlich, ist ja Gift, Nerven, lebendes, blutzersetzendes und so weiter. Ich habe die Schlangen nicht mehr gefunden, die war irgendwo weg. Ich bin dann rausgegangen aus dem Wasser und wie meine Kollegen gekommen sind, da habe ich gebrochen und Durchfall. Ja. Dann haben sie mich nach Hikatuba gebracht, dort war so ein Arzthelfer und da haben sie mir, glaube ich, kreislaufstützende Mittel gespritzt, was immer. Aber die Jugend hat mich gerettet. Das ist schon teuflisch. Noch einmal herzlich danke, dass Sie mir so viele Jahre auch die Treue gehalten haben. Da bin ich sehr dankbar drüber, sonst hätte ich den Betrieb nicht so führen können. Ich büte mir nicht ein, dass ich ein Abenteurer bin. Das bin ich nicht. Ich bin ein normaler Bürger wie jeder andere und habe auch genug Angst, weil die Angst dazugehört, wenn du halt irgendwie was machst, wenn du keine Angst hast, das ist genauso, wenn du keinen Schmerz spüren würdest. Nicht, dann hättest du dich mit dem Messer nur dir verschneiden und nur dir verschneiden. Also Schmerz ist wichtig und die Angst ist auch wichtig zum Überleben. Also noch einmal danke. Ich möchte noch ganz kurz was hinzufügen. Wir haben in dem letzten Video gerade ist der Name erwähnt worden, Crocodile Dundee. Also der Film Crocodile Dundee ist 1985 in Australien gedreht worden, Teil 1, Teil 2. Aber ich glaube, wir Waldviertler dürften uns einig sein, es gibt nur einen wahren Crocodile Dundee und das ist unser Johann Kramanitsch. Es hätte für den heutigen Abend noch viele passende Platten gegeben, so wie von Bill Haley, See You Later, Alligator oder von John Mayall, Crocodile Walk.
Ich habe mir ausgesucht von Elton John, von meiner letzten Platte, und zwar dürfte es für den heutigen Abend sehr passend sein, den Krokodil Rock, den wir hier sehen. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Ja, geschätzte Damen und Herren, die Zeit ist zwar ein bisschen fortgeschritten, aber ich glaube, es war wirklich dank Kramanitsch ein kurzweiliger, interessanter Abend über Zeitgeschichte Weidhofen an der Theia. Ich glaube, nur einen ganz großen Applaus, dass er sich für uns heute Zeit genommen hat. Wir sagen danke, wir das Museum, wir die Waldviertelakademie. Danke auch, dass wir mit der Waldviertelakademie diese Veranstaltung hier Gast sein durften. Die Ausstellung ist jetzt wie lange zu besichtigen? Das müssen wir vielleicht noch sagen. Nur die Bilder, wie lang? 3 Wochen circa, gell? Bis 15. Also die, wenn man sich die Bilder in aller Ruhe anschauen will, also jetzt heißt es... Livestream ist alles noch sichtbar. Also bis 15. August kann man sich das nur in aller Ruhe anschauen. Man muss nicht heute da bleiben, man kann in aller Ruhe noch mit heimer und sich das anschauen. Ich darf auch recht herzlich Danke sagen der Organisation, dem Museum, der Waldviertelakademie für die Organisation dieser Veranstaltung. Ich glaube, es war ein gelungener Abend. Sie bitten auch noch was? Genau, also ich bin heute eh noch ein Randl da, also wenn wer noch was wissen will über die Exponate, ich erzähle dann ganz sicher noch gern was. Ich habe sicher gemerkt, ich war heute ein bisschen nervös, ich muss auch nur ein bisschen reinboxen. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich neben meinen größten Helden sitzen darf und dass ich das alles irgendwie so aufnehme. Ja. Ich weiß, die Zeit ist sehr fortschrittlich, aber dürfen wir noch 2, 3 Fragen anbringen, wenn wer fragen will? Die nehmen wir noch, gell? Ja, gibt es 2, 3 Fragen spontan? Zeichen mit der Hand ganz kurz. Es ist zwar schon vieles gesagt und gezeigt worden, aber wenn es irgendwas Spezielles noch gibt. Wo sind die anderen Schrumpfköpfe abgeblieben? Die Köpfe sind privat bei ihm untergebracht. Das würde erst alles gemacht werden. Eine richtige Bühne, muss gesucht werden, wo er das präsentiert. Aber mir fällt mir, Entschuldigung, wenn ich noch eine Sache sage, wir werden durst wegen einem Bier. Da waren wir irgendwo bei einem Stamm und da hat er gesagt, der Häuptling, lad uns einfach Bier.
Wow, 40 Grad Hitze, ein kühles, blondes, das Rind oben in die Gurgel, toll. Und gekommen sind sie mit einer Kokosschale. Und wie man reingeschaut hat, war das so braun und hat blaselt. Und mein Kollege hat gerochen und hat gesagt, das trinke ich nicht. Sag ich, Bursch, das musst du trinken, sonst wirst du nie ein Dschungelbursch. Jetzt hat er natürlich schon getrunken, nicht? Aber er konnte nicht aufhören zum Trinken. Das Getränk war in einem Stück. Man muss sich das vorstellen wie ein Eierklar. Man kann von einem Eierklar nicht runtertrinken. Man muss das im Ganzen packen oder man muss stehen lassen. Jedenfalls habe ich mir damals so ein Bier mitgenommen. Das war damals schon sehr zäh, mittlerweile ist es zäh geworden. Aber wenn einer das versuchen will, schneide ich mir einen Schluck Lober mit dem Messer. So, das war eine Frage, eine zweite und eine dritte haben wir auch noch Platz. Gibt es noch eine zweite oder eine dritte Frage? Wenn nicht, ja, da hinten, bitte sehr. Ich habe mir immer vorgestellt, ich gehe mal in meinen Lebensabend, ich habe so viel Gegend gesehen mit Inseln und Palmen und weiß ich was. Ich lebe jetzt auf der Donauinsel in Wien. Sehr gut. Eine Frage noch Platz, Herr Böppel. Okay. Also das Buch kann ich wirklich nur empfehlen, ich war bei deiner Buchpräsentation, das Buch muss man unbedingt lesen, immer in Kapiteln über viele Persönlichkeiten aus der Stadt und Umgebung Weidhofen. Danke für den Witz. Gut, noch eine Frage. Ja, ich muss dir auch Danke sagen, Robin. Ich freue mich, dass ich so einen Fan habe wie du. Dankeschön. Gut, in diesem Sinne sagen wir, kommen Sie gut nach Hause. Es war ein einmaliger Abend. Nehmen Sie das so mit, wie es heute war. Danke nochmal.